Servus, bis nächstes Jahr. Schon gegangen die erste wieder, hä? Ja, schade. Schaffst du eine Kanalisation? Oder willst du heute zum Schwimmergang mit dem Motorrad? Nein, ich war gerade erst mal schweißen. Gepäckträger ist abgebrochen, aber ohne drauf fallen. Also wenn du mit dem Motorrad ins Wasser fallst, das geht nicht unter, oder? Das kann schwimmen, kann alles außer tauchen. Das Feuer brennt, das Wetter passt. Was brauchen wir denn noch? Nichts mehr, um glücklich zu sein, oder? Ich muss sagen, ich brauche jetzt kein Feuerwerk. Ich meine, es ist Lagerfeuer, es ist gemütlich. Mopedfahrer, wir haben unter uns. Ich meine, jeder redet mit jedem, kein Problem. Man kommt zu den anderen ans Feuer, trinkt mal ein Bier mit oder sowas. Also, Stimmung finde ich absolut top. Das Feuerwerk, das darf auch irgendwie stören, weil wenn es immer wieder kracht und schäbert und man möchte sich unterhalten, ist es auch ein Chaos. Ich finde persönlich das eigentlich ganz gut. Eben. Also. Haben die kein Problem mit der Schneelastkette? Die Spannweite ist schon ziemlich groß, also die Konstruktion hätte jetzt gesagt, ihr... Meine Freundin hat sich die ganze Nacht so reingestellt. Es hat ja einige Zeltcrash gegeben, gell? Ja. Wird das Mittagessen? Das wäre das Gulasch, ja. Geil! Wir sind doch früher dran, oder? Bei dem gefrorenen Fleisch. Nee, das ist nicht gefroren. Das hat die Nacht mit mir im Schlafsack verbracht. Sozusagen. Also ich bin Hobbykoch. Weil du die Hände fahrig gewaschen hast, oder wie? Ja. Seit 3 Tagen. Am besten kann ein Kinderschnitzel. Du, jetzt, wenn du fertig bist mit Kochen und ein paar Mal Finger abgeschlagen hast, dann sind sie auch wieder sauber. Ja. Okay. Hast du kein Waschbecken, nimmst du feuchte Tücher. Das ist immer gut. Ja. That is all. Thank you. Z grzewkę drewna tam z góry, kurwa, z tą kamerą, ja pierdolę. To mówię, że mi się nie wyjebał, bo będzie z kipa. This is old film. This is my... my old stuff. John, it's 100% functioning. In every situation, every... Nein. This is very cold. I'm warm. Sebastian, what's the problem? We have a small hole. Mm-hmm. Small hole, we need to do the welding. And then we need to put the rope around the swing. Mamy te szpilki do wężownika. In, I think in 1 or 2 hours. In 1 or 2 hours we'll be working. Oj, oj, oj. No, that was a knot. I cannot. Kurwa, rabarbar jest. Jugend ihr auch, nein? Nein. Wieso, Alter? Muss ich nicht machen. Das kann man doch vertragen, nach ein paar Tage Elefanten drauf ein Bad, oder? Ich mache lieber daheim und lass mich von. Ach so? Ja. Oder hast du Bedenken, nach dem, wenn da 20, 30 Leute eingestiegen sind? Nein, das war jetzt nicht unbedingt das Problem. Das machen wir ganz easy. Aber da kann man nicht viel schöner. Ich glaube, der hat die Frau Holle in den Arsch getreten, dass er ordentlich schüttelt. Das macht's aber hier. Ja. Der hat sich kräftig ins Zeug. Aber hier, komm. Seh mal zu, dass die ein schönes Wochenende haben. Das glaube ich auch.
Tage hier. Bringen wir heute Abend noch einen auf, oder? Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Weil wie gesagt, das sind Sachen, wo der Mensch weiterlebt, wo du einfach eine Erinnerung hast. Ich sag, um hier 2007 waren wir, ne? Mit dem Karton. Karton auf dem Kopf gehabt, zwei Löcher reingeschnitten. Ja, und nee, hier raus. Zwei Löcher, hier sind ja. Grinsegesicht, ja. Kippe reingesteckt. Das sind die Sachen, erlebt er weiter. So war er. So muss es sein. Am Eingangsbereich. Achtung, er weiß weg. Ja. Unser Schosaal. Auf dem Schosel. Du hast nichts, ne? Rest in peace. Genau. Gleich geht's zum Wettsägen, genau. Dann gehen wir um 16 Uhr zum Wettsägen runter in die Arena. Das ist ein gern genommener Wettbewerb, den wir jedes Jahr haben. Das ist immer viel Gaudi. Top. Wer hat denn da eine Idee? Ja, mit Anfeuer geht das Ganze wesentlich besser. Ich bitte um Anfeuerung zu sagen. Soll ich mal die Männer mal das Holz sehen, gell? Nicht aufgeben. Jawohl! Und jetzt kommt raus. 140 Sekunden. Dann tritt jetzt gleich der Sigi vor, der Sigi Eckert. Sigi geht auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Schon fast vorbei. Auch schon, gell? Nur mal du nicht, Hendrik. Langsam geht's. Das ist Zeit! Das ist alles in der Welt! Es passiert auch nichts! Ja, ja, ja. Ich geh da den Schlaf raus! Gibt's einen Schlaf? Warte mal, Sigi! Warte mal, Sigi! Sigi! Warte mal, ich hab Sigi selbst zu versuchen. Hat er auch Sigi hat selbst probiert. Wir nehmen da voll mit, schau hin. Warte mal, weiter geht's. Jetzt auf geht's. Weiter geht's. Jetzt gibt das. Nee, jetzt auf. Mit Schnaps-Tuning 150 Sekunden. 150 Sekunden für die Sigi, für den Sigi, das nenne ich 50. Das war Rekord, ne? Ja. Einer muss einen Rekord bringen. Da. Wie liegen wir im Rennen? Ja, erster. Aber wenn du jetzt denkst, die Weiber haben auch 150 Sekunden, braucht du mir bloß 150 mit Zwischenstopp, ne? Wenn wir nicht drum gehen, so schlecht wollen wir wohl nicht. Oder irgendwas schnappst du. Da war noch jemand. Christian Schmidt war als erster am Sägebock. Ich glaube, du hast im letzten Jahr heimlich gemüht. Und dann haben wir mit 20 Sekunden den ersten Platz für dich und diesen quasi Pokal. Der schaut schön aus. Okay. Alles Gute. Kommt ihr noch einmal hier vor, dann machen wir noch mal ein Bildchen. Heute kauft Spikes, weil es ist glatt. Apropos kaufen, was läuft dieses Jahr am besten? Spikes. Echt jetzt, oder? Ja, und wie hat es mit Zelt ausgesehen? Ja, ein paar Zelte sind weggegangen, weil der Schneeeinbruch über Nacht gekommen ist, aber ja. Warst du ausverkauft oder hast du noch was? Ja, wo wir ausverkauft haben, wir nachgeholt. Ich hoffe, du hast im Zentrallager noch genug Material. Da freut sich gar nichts. Ja, es soll ja noch mal was kommen. Ja, ich glaube, dass es so schlimm nicht mehr wird. Jetzt wird es noch bald dunkel und im Pool daheim ist schon dumm weiß. Also ich glaube, das hat dieses Jahr nichts mehr mit dem Badespaß. Sag mal, das Zelt, ist das euer Vorratszelt? Das musst du sagen, Alter.